war da wahrscheinlich so, also der Mann, ja, er hat ein blau-weißes Herz durch und durch. Das ist, wenn Hertha ruft, dann springt er, sage ich mal, so ungefähr. Und es ist ja auch nicht nur er, sondern es ist im Grunde die gesamte Familie, ja auch mit 3 Söhnen, die alle bei uns gespielt haben oder spielen. So, die Familie lebt nach wie vor in Berlin. Er kennt diesen Verein, er liebt diesen Verein. Was ich tatsächlich auch super entscheidend finde, ist, gerade im Hinblick auf den Berliner Weg, bevor er das erste Mal bei uns